So, hallo und willkommen hier beim Bussimulator 2016. Wir haben nächster Tag neues Glück. Und ich würde sagen, wir schauen, dass wir das hier gleich mal hinbekommen. Hier steht ja noch bei der Aufgabe und fahre ihn auf einer schnellen Linie. Verbinde eine Frage, bisher haben wir gemacht. Maximal 5 Haltestellen haben wir ja auch. Schauen wir nochmal kurz. Stimmt ihr soweit? 1, 2, 3, 4, 5. Und weise Fahrerlinien für ein maximales Intervall zu. Wir haben 9 Minuten, also Busintervall ist 9 Minuten, also wir können wunderbar machen. Wir müssen jetzt nur noch schauen, dass wir selber was fahren und dann wir haben neue Distrikt. Wir müssen nur schauen, was wir fahren heute. Ne? Mal ein bisschen was Größeres wie das hier zum Beispiel, weil bringt ja Geld, ne? Ist ja auch nicht schlecht. So. Haben sie nicht jetzt mal gefahren? Die sind jetzt mit dieser verkehrten Richtung gefahren. Ich würde sagen, aus monetären Gründen fahren die jetzt nochmal in richtige Richtung. Ist das eigentlich egal, dass der nicht mit dem Gelenkbus fährt, der Typ? Ist das egal, dass der Typ nicht mit dem Gelenkbus fährt? Ich würde gerne Gelenkbus fahren. Ich fahre Gelenkbus. Ist mir egal, was der... Wobei, warte mal, um das hier noch zu machen, da, hier. Die 10.000, wir haben noch Geld für den Bus. Also locker noch Geld für den Bus, ne? Ganz locker haben wir noch Geld für den Bus. Heißt, wir kaufen nochmal einen... sehen wir nicht, welche Farbe die haben? Die sind ja wieder in Blau. Ekelhaft. Ich will einfach nochmal einen NL263er kaufen. Die Gebrauchtwagen sind super, ne? Ist eigentlich in Ordnung. So. Welches, das ist ja der neueste, den passen wir mal an oder klatschen wir auch nochmal Werbung drauf. Werbung. Und vor allem, wir bekommen noch mehr Geld, ne? So, Holz da oben. Ja, ist alles egal im Prinzip, ne? Ist ja nicht für mich. So, dann machen wir da noch einen und machen wir da noch einen und dann machen wir da noch Werbung drauf. So, das muss alles nicht gut aussehen. Hauptsache, so, wie viel? 1000 pro Woche. Ach nee. So, hier noch was drauf und da noch was drauf annehmen. Ach so, ich muss hier noch platzieren. So, jetzt 1500 pro Woche. Das müssen wir nochmal einmal machen. Und zwar das Holz. Machen wir hier drauf. Sind es 2000 pro Woche. So, annehmen haben wir gemacht. Verlassen. So, wie viel brauchen wir denn? Ah. Oh. Das geht ohne zu fahren. Ja, cool. Ja, aber stimmt das hier, dass wir da nur... Oder ich setze da... Ich mache das einfach so. Ich kaufe mir noch einen Fahrer. Das ist schlimm. Ich kaufe die einfach wie, wie Brot an der Theke oder sowas. Dann würde ich sagen, setze mir hier nochmal einen drauf. Den hier ist nämlich ein 440er Intervall. Dann reicht das hier nämlich locker aus. Also richtig locker. Aber eigentlich sollte ich das ja so machen, dass ich das mal mache, während auf einer ganz teuren Linie setze ich mir immer mal zwei ein. Egal. Wir fahren heute auf jeden Fall nochmal die hier, würde ich sagen. In richtige Richtung mit Blind City. Genau. Zwar ohne Treff, aber es ist ja egal. Kannst auch nichts machen. So. Fertig laden und dann hoffentlich wir schaffen Zugang zum nächsten Distrikt, weil sonst wäre ich ein bisschen traurig. Ja, dann musst du ja auch schweinen. Ich finde das sehr traurig. So. Jo! Touristenfahrkarten! Boah, geil. Viele Touristen, viele Fahrkarten. Freut sich jemand mit mir? Erstmal einen Kaffee trinken. Ja, haben wir nochmal Zeit. Also Touristen da, also muss ich erstmal ganz gemütlich hier. Also da mal ganz gemütlich. Ja, Touristen da, also muss ich erstmal einen Schritt runterdrehen und erstmal ganz gemütlich machen. Sondern wie ich verkacke jetzt hier den Moment, weil ich irgendwo gegenfahre. Also heute werde ich ganz seriös fahren. So wie immer eigentlich. Hust, 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 hust. Mit N mache ich. Nee, mit B war Warnblinker. Da geht der Bus an. So. Fahren wir erstmal Medien. Eigentlich würde ich gerne hier draußen mal ein Thumbnail aufnehmen. Das war mal der Fernsehturm, so schön draufsteht. Von wo kommt denn die Sonne? Von da kommt die Sonne. Eigentlich würde ich gerne so ein schönes Thumbnail aufnehmen. Eigentlich würde ich es gerne auf der Straße aufnehmen. Fahrt ihr da alle mal und dann fahre ich mal da, ne? Und ich nehme hier mal eins auf. So, sieht bestimmt schön aus. Das ist doch wert, Leute. Ist auch doch, das ist doch wert. Schöne Thumbnail für das Video. Es ist doch ganz bestimmt wert. Oh, das Gelenk hängt aber irgendwie. Ja, ihr könnt gerne... Oh. Ich bezweifle, dass das Gelenk für einen Knicks in vertikaler Richtung gedacht ist. Egal, das muss so. Das ist Qualität. So. Oh. Ich glaube, ich sollte das Tatütata-Auto da irgendwie passieren lassen. Ich fahr mal schneller, ne? Schafft man das auch. So, ihr wartet alle mal. Ja, mein Tatütata hinter uns. Wir dürfen da durchfahren.
Also ich darf das. Die anderen dürfen das nicht, das darf nur ich. So. Aber wie gesagt, heute muss ich jetzt wirklich darauf achten, dass ich keinen überfahre, sonst habe ich meine grandiose Chance hier, das Money meines Lebens zu verdienen. Also mehr, als ich mit YouTube eh schon einnehme, aber ja, genau, Josh. Der ist auch schon alt, gell? Ist mir aber egal. Auf jeden Fall bekommen wir heute Geld des Todes. Hoffe ich. Also wenn nicht, dann halt nicht. Vielleicht fahren doch alle mit einer anderen Linie, das kann natürlich auch sein, aber mit heute bestimmt voll die erfolgreiche Folge wegen Touristen und wegen Line City und wegen zwei Fahrern auf der neuen Linie und vielleicht den Zugang zu einem neuen District, ist ja meine Hoffnung. In der Hoffnung. Ikea, genau. So winkt der eigentlich. Ne, er guckt auf die Uhr. Ja, ich lasse rüber, meine Dame. So. Da ist nicht so frei. Da. Oh. Hast du mal eine Menge an Leuten gesehen? Ne, ernsthaft? Hast du mal eine Menge an Leuten gesehen? Alter Latz. Boah, Kohle. So. Ich hätte gerne eine normale Wochenfahrkarte, bitte. 33. So, dann 40 sind dann. Wo haben wir denn hier unser Rampenschalter? Drei Senioren Einzelfahrts. So, Rampenwunsch erfüllt, sind dann einmal 80. So, kann ich Rampe wieder einfahren? So, zweimal Senioren Einzelfahrt. Oh, heute gibt aber Geld. Heute gibt er Geld. Oh. Ihr merkt sicherlich, wie sich Josh gerade freut. Boah, es ist voll die coole Linie hier. Oh, Geld. Weil die mit Verspätung, aber das ist an so einem Tag einfach normal, ne? Das ist ein Blitzer, gell? Ich hoffe mal nicht, aber ich denke mal, es ist einer wahr, ne? So. Boah, diese Drehzahl. Ja, ich weiß, dass ich fast zu spät bin, ich weiß. Ich fahre ja auch schon schneller. Sagt hier unter Tempomatgriff, so. Also der Tempomat hat einen Griff, genau, der hat einen Griff. So, hier sind nicht so viele heute, aber... Naja, es kommt bestimmt alles noch, so. Ja, perfekte alte Position. Ich bin ein guter Fahrer. Ich bin guter Fahrer. Ich muss eine Fahrkarte kaufen. Was, du musst eine Fahrkarte kaufen? Ja, wenn du nicht die Strafe zahlen willst, dann eigentlich schon. Dann solltest du eine kaufen. Aber es ist kein Muss. So, haben wir alle? Ich hoffe mal. Eine der Türen klemmt. Wahrscheinlich die letzte oder sowas. Boah, weißt du, die Tür, die ist voll verklemmt, ey. War ich jetzt Einzige, der witzig fand? Ich glaube schon. Naja. Weißt du, ich habe jetzt einen neuen Line City gekauft. Also wenn der Chocoten das jetzt sieht, dann dreht er sich hier vor seinem PC um. So, Haltestellenbremse ist drin. Genau, können wir fahren. Line City und gleich am ersten Tag klemmt die Tür. Super. Liegt dann aber im Spiel, gell? Liegt dann nicht am Bus. Weil der Bus ist ja hochwertig an sich. Ja, aber ich wohne Meise hier. Nee, aber das freut mich gerade irgendwie, ne? Und vor allem können wir noch mal hast du mal die Größe unseres Busses gesehen? Hast du mal eine Menge an Plätzen gesehen? Ja, da können wir die echt mal ausfahren heute. Also sinnvoll ausfahren. Also 30 ist echt lahm. Hast du irgendwie hinten gelacht hat? Oh, ich hab sogar eine Spielerfigur, ist das Hammer. Bekommt ihr echt Licht von mir? Nee, ist zu hell. Ist mir zu unrealistisch hell, so. Von wo kommt das der Tüter Tagen gefahren? Oh, fährt vorbei. Na, ist egal. Wenn fahrt 70, direkt vor der Ampel. Ich habe euch auch lieb, liebe Entwickler. Das ist super. Ja, das Wort Realismus ist. Vor allem, weil direkt nach der Kreuzung gilt das Schild ja schon wieder nicht. Die Entwickler sind kompetent. Also irgendwie glaubst du, also ich glaube zumindest, dass keiner von denen jemals in einem Linienbus gesessen hat, geschweige denn irgendwie die Straßenverkehrsordnung. Wobei, das wäre eine böse Anschuldigung, die darf ich nicht bringen, weil das ist ja asozial. So, grün. Hey, wie geht's dir? Das ist meine neue Nummer. Du speicherst sie besser in deinen Kontakten. Ja, Nummer einspeichern. So, dann sind wir hier. Leute, geht ein bisschen hier vom Bussteig weg, sonst kann ich hier nicht gescheit ranfahren. So. Und ihr seid die Ersten, die meckert. Ja, nett, gell? Finde ich auch nett. Ich habe nett gehalten an der Haltestelle. Dankeschön auch. Ich kann so nicht aussteigen. Ich weiß, dass du so nicht aussteigen kannst. Das kann man trotzdem freundlicher sagen. Habe ich schon mal um sie gesagt. So. Familie, ich könnte es auch die Leute bitten, dass sie dir helfen. Ihnen ist Busfahren ein Vergnügen. So. Moment. Ist das der Bus? Oh ja. Moment. Ja. So, haben wir hier alle drin? Willst du noch mit? Wenn das eine perfekte Halteposition ist, dann weiß ich aber auch nicht. Egal, das Spiel, das hat recht, ne? Ich zweifle das mal nicht an. Was gibt heute Geld?
Ja, du bist voll geldgeil geworden, ja. Ich darf hier 70 fahren, wusstet ihr? Muhaha. Ja, ist so ein komisches Void-Abklatschgetriebe, natürlich nicht geeignet für. Das ist mir klar, ne? Aber man muss es auch mal ausfahren. So, Baccarat-Straße kennen wir auch noch. Ein Klassiker der Bus-Simulator-Geschichte. Und bald werden wir in neue Districts aufbrechen und dann wahrscheinlich noch mehr Kohle des Todes machen. So, ihr fahrt zwar da vorne. Ist grün. Ist grün. Wer bleibt jetzt stehen? Okay. Der fährt noch, das ist super. Oh, noch mehr Leute. Hohoho. Also, heute ist ein schöner Tag. So. Genial. Oh, ich bin so genial. Danke auch. Es tut auch für ein Ego ganz gut, wenn hier so 1000 Leute applaudieren. So, kann ich mir meinen Schülerausweis sehen? Nee, darf ich wahrscheinlich nicht. So, 20-2. Siehst du denn nicht mehr so aus? So, so einmal normal, bitte. Ah, nee, oh. That was so wrong. Aber er hat noch reklamiert, okay. Weißt du, ich hätte ihm die Fahrkarte für weniger gegeben. Ja, bitteschön auch. So. Nächster, bitte. Achso, haben wir alle. Gut, dann, preschen wir ihn fort. So, von einmal rechts. Blinker, dankeschön. Boah, wird gerade grün. Huhuhu. Ist ja super. So, da ist auch keiner, den ich mit umfahren kann. So, Physik-Engine in Kurven. Na, klappt zumindest. Ob das ist realistisch und nicht, ist egal. Auf jeden Fall funktioniert es. So. Hui. Boah, wie viele Leute da sind. Das darf ich nur nicht mit einem umfahren. Ansonsten, ich glaube, dann wäre ich meines Lebens nicht mehr froh. Dann kann ich mit Recht behaupten, dass der Bus-Simulator mein Leben zerstört hat. So, alle mal einsteigen hier. Kann jemand was Teures kaufen? Ich brauche bitte ein paar Fahrten. Ja, dreimal normal. Kann man auch mal anbieten. So 6,60. Sind dann 40 und 4. Gute Fahrt noch. Tschüssi. So, dann wird ein Fahrschein. Ja, du musst viel. Nee, eigentlich musst du gar nichts im Leben außer sterben. Sag Andi mal so schön, gell? Ha, schönen Tag. Hab ich schon mal erwähnt, dass das voll toll ist. Naja, hab ich noch nie, gell? Zumindest nur nie ernst gemeint. So, Leute, ihr fahrt da vorne bitte auch mal. Ihr lasst ihn mir nicht rüber. Ich bin Busfahrer, ich hab doch keine Zeit. I have to go to the Congress because I'm amerikanischer Abgeordneter und so, ne? Es wird natürlich rot. Weiß, hätte sie die Tuppes da nicht rübergelassen. Naja. Ist okay, ne? Ich kann ja mal die Menge an Fahrgästen begutachten, die wir hier drin haben. Aber stehen tun noch wenige. Boah, aber viele Sitzplätze hat das Ding auch. Das finde ich auch ordentlich. Schöne Treppengestaltung da hinten. Das ist schön gemacht. Man muss auch mal die positive. Oh. Muss mal die positiven Aspekte hervorheben. So. Weiter geht's, beziehungsweise weiter fährt's. Wir fahren ja, wir gehen ja nicht aus Gründen. Es sei denn, der Bus ist voll oder kommt zu spät oder zu früh oder sowas, dann muss er doch laufen, aber im Idealfall fährt der Bus. Boah, spüre die Leistung. Hast du mal die Menge an PS gesehen? Nee, noch leider noch nicht. So, aber 70 dürfen wir hier. So, komm, die schöne S-Kurve, nee, ist keine S-Kurve, ist einfach nur eine normale Kurve. So, hui. Teste die Physik-Engine in Kurven. Oh, ja, gut. Ja, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Immer mit einem unbefriedigenden Ergebnis. So, einmal ran da. Aber hier sind nicht mehr so viele. Im Kongress nicht allzu viele Touristen. Merken wir uns. Ja, wunderschön, gell? So, einmal rein hier. Aber es wollen viele aussteigen, ne? Ist da auch mal ein Anfang. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Die fragt zumindest mal Freund. Ich kann nicht mehr eine Fahrkarte haben. Ja, dann so, ja, ich muss eine Fahrkarte kaufen. Hier, verkauf mir eine. Die ist noch freundlich. Hier hat noch hier Anstatt und sowas gelernt. So. Super. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen Zeit zur nächsten Station. Es kann auch sein, dass sie ein bisschen weiter weg ist. Ja, kann alles sein. Ich habe jetzt auch schon anderer District, soweit ich weiß. Oh. Tatütata. Oh, du brauchst nicht rechts ranfahren. Sag mal. Bis Gegenspur. Geht ja mal gar nicht hier. Das ist finnisch, also finnisch nicht korrekt von dir, ne? Ach, jetzt kommen wir wieder in diesen Kreisverkehr-ähnliches Verkehrskonstellationsteil da. So, da ist keiner. Die biegen alle... Oh, ab. Hast du mal die Menge gut im Fahrstil gesehen? In diesem Let's Play? Ich nämlich auch noch nicht. So. Warum wartet der eigentlich? Ich werde gleich Fußgänger rüberläuft und ich den gerade überfahren hätte. So, oh. Ja, ich warte schon. Ist ja okay. Ich glaube, ich muss nach rechts, oder? Jep, Tatsache, dann fahren wir einmal den Kreisel da rum und dann ist schön. Ich hoffe, dass sie die Fahrzeit einhalten können. Ich hoffe, dass sie nicht allzu lange mehr brauchen, weil wir sind schon... Wir neigen uns eigentlich schon dem regulären Folgenende, ne?
Sonst bin ich komplett am Ende hier. Sonst bin ich mit dem Ende meinem kleinen Lat. Schwer auf Deutsch. So. Einmal rum da. Schwer auf Redewendung. Oh. Da. So. Sichtsteuerung for the win. Hui. 2,47 haben wir noch. Aber ich bin mal stark dafür, dass wir nicht warten werden. Aus Gründen. Also, wir werden nicht an der Endhaltestelle warten, bis die Fahrzeit erreicht ist, weil. Das Spiel hat einen lieber 2 Minuten zu früh als 2 Sekunden zu spät. Habe ich irgendwie so rausbekommen. Kann ich zwar als Fahrgast nicht so unterschreiben, aber was willst du tun? So, einmal Fahrgastwechsel hier bitte. Bisschen zügig. Aber wir kein Zug sind. Wir sind nur Bus. Fahrschein. Will somebody kaufe Fahrschein from me? Nö, gut, dann halt nicht. Fahr mal halt weiter. Kannst du auch nichts machen. So. Der Touristenstrom lässt langsam nach. Ich wollte gerade irgendeinen Stromwitz bringen, aber. Ich glaube, der wäre nicht angebracht gewesen. Da wäre die Spannung zu gering dafür. Ja, unglaublich. Nee, nicht so lustig. Du wartest. Danke. Ich bin nämlich Bus. Er hat schon die rote Farbe signalisiert eindeutig. Hier kommt ein Bus, hier muss ich langsam fahren. So. Der rennt ein bisschen. Der hat gedacht, der kriegt den Bus noch, aber durch das 2 Minuten zu früh losgefahren bin. Schade, kannst aber wohl nichts machen, ne? So. Boah, diese Drehzahl. Es tut einem in der Seele, im Ohr und im Herz weh. Aber überall. Gleichermaßen. So, diese flackernden Texturen. Ha, ist das schön hier. So. Sunny Springs ist einfach toll. Wie Dieter bist du da? Ich hab nicht gesehen. Egal. Es sind immer weniger Leute. Kann es sein, dass das Ding sich nicht ausnutzen lassen möchte? Ich glaube schon. So. Ich jetzt habe ich so das Touristen-District, glaube ich, so das Gefühl. So, Leute. Kommt mal rein. Was einmal Senioren. Ja, 1,40. Wie weiß ich mit abgezähltem Geld oder sowas? Ist nicht mehr heutzutage. Nee, okay. Der arme Busfahrer hat's ja, ne? Satyta, wo bist du? Kommst du mir entgegen? Oh. Ja, einfach ausschwenken ist eine gute Idee. Der hätte fast meinen Bus kaputt gefahren. Hätte gleich da bleiben können. Unfallaufnahme, ne? Ja, laber nichts, ich will einen Witz bringen. Laber nichts, ich will einen Witz bringen. Und zwar, haltet euch fest. Wenn der Josh in einer Folge einen Unfall baut, ist das dann eine Unfallaufnahme? Okay. Nee, ich merke schon. Der war nicht so. Vor allem, da war auch die Zeit zu lang zwischen dem Vorkommnis und dem Zeitraum, wo ich dann den Witz gebracht habe. Ansonsten wäre der bestimmt voll gut gewesen. So güter als manch anderer. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob wir denn diese Aufgabe erledigt haben, diese 3 geteilte. Die hätten sie sogar in 3 Unterpunkte oder sowas. Warum bekomme ich jetzt dafür eine positive Anrechnung, wenn ich ihn weggehupt habe? Weil ich habe ihn weggehupt. Ich war quasi voll asozial und habe dafür eine Klasse bekommen von dem Typen. Ja, der mag das mit dem Hupen anscheinend gerne. So, 13.000, das ist eine Pracht. So, mehr Geld. Warum? Schreibt mal in die Kommentare, warum das nicht geht. Kaufe einen Gelenkbus, habe ich gemacht. So, Fahrrad auf einer schnellen Strecke, habe ich gemacht. So, und weise Fahrerinnen für ein maximales Intervall von 10 Minuten zu. Das ist weniger als 10 Minuten. Warum geht das nicht? Ma. District 1, District 2, District 3. Ich sehe das Problem nicht. Ach, Mano. Hätten müssen die Gelenkbus fahren oder sowas? Ich weiß es nicht. Wann fahre ich denn? Nehme ich die mal runter hier, setze den auf meine Todeslinie, auf Doom. Wobei, da sollte ich keinen Lehrling draufsetzen. Ja, doch, komm. Der Lehrling muss auch was lernen, ne? Ist ja super, ne? Der Lehrling hier. Da drauf. Ja gut, das ist nicht so der Hammer. Aber warum klappt das hier nicht? Muss ich da selber nochmal fahren? Ich glaube, ich fahre da selber nächstes Mal nochmal mit. Ich meine, die kann man parallel nochmal fahren. Wir sehen uns auch das nächste Mal. Und ihr schreibt mir in die Kommentare, ob ihr wisst, was da los ist. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut und tschüssi. Wo ist der Aufnahmestoppkopf? Hier ist der Aufnahmestoppkopf.